Oder Aufgabe 5 hier, die im ersten Moment ähnlich aussieht wie diese hier, geht es aber darum, dass man jetzt auch in so einer Röhre drin mit einem bekannten Überdruck von 3,5 bar Öl durchpresst. Man nimmt an, dass diese Strömung laminar ist, kontrolliert aber dann nachher trotzdem nochmals, wie groß die Reynolds-Zahl ist, die dazugehört, und entscheidet dann, ob diese Strömung wirklich eine laminare Reynolds-Zahl auch liefert oder ob sie vielleicht schneller wird, schneller ist und damit turbulente Strömungsmodelle genommen werden müssten. Die Aufgabe, wir starten hier also mit diesem Überdruck und berechnen mal aus, wie groß dann die Strömungsgeschwindigkeit nach dem Modell von Hagen-Poiseuille ist. Und da kann man in den Unterlagen des Skriptes nachlesen und findet, dass die Geschwindigkeit, die mit Hagen-Poiseuille berechnet werden kann, die mittlere Geschwindigkeit, muss man eigentlich sagen, in der Röhre drin, durch den Druckunterschied Delta P und die Geometrie 8 mal die Länge der Röhre mal die Viskosität der Röhre mal der Radius der Röhre R, kleine oder große, ist egal, im Quadrat berechnet werden kann. Druckunterschied, Länge, Viskosität, Radius der Röhre. Und wenn wir gerade mal die Zahlen einsetzen, um zu schauen, was da herauskommt, wenn man den Druckunterschied, die 3,5 bar, in Pascal darum rechnet natürlich, also 10 auf 5 mal mehr als Zahl, die Länge ist ja auch angegeben, die Viskosität auch, 17 Meter, 0,2 Pascal Sekunden, dann erhält man eine Strömungsgeschwindigkeit von 0,206 Meter pro Sekunde. Die mittlere Strömungsgeschwindigkeit. Wir wissen, bei Hagen-Poiseuille ist sie in der Mitte größer, am Rand ist sie sogar 0 ganz am Rand. Jetzt, wenn eine Röhre angeschaut wird, die einen Durchmesser hat von D, dann kann man die Strömungssituation durch eine Kennzahl beschreiben, die Reynolds-Zahl. Die ist ein Bruch, wo oben Größen vorkommen, die eigentlich Turbulenz fördern. O mal V mal D. Wie gesagt, D ist der Durchmesser, ist die Länge oder so. Das Rho ist die Dichte von der Flüssigkeit, die da strömt. Und unten kommt im Nenner eine Zahl, die die Zähigkeit der Strömung, die Zähigkeit der Flüssigkeit angibt, die ja dann Turbulenz quasi verhindert. Zähigkeit bremst ja immer. Dieser Ausdruck kann jetzt benutzt werden, um die aktuelle Reynolds-Zahl auszurechnen. Hier wird ja die Geschwindigkeit des strömenden Mediums verlangt, die können wir hier übernehmen von der vorher berechneten Größe. Der Durchmesser D ist auch angegeben, also 0,004 Meter. Wenn wir also die Zahl jetzt hier einsetzen, wir haben sie ausgerechnet, die Dichte 900 kW pro Kubikmeter nehmen, der Durchmesser D, also zweimal der Radius nehmen, die Viskosität einsetzen, da kommt man auf eine Zahl von 7,4. Wenn man das vergleicht mit der kritischen Reynolds-Zahl bei einer Röhre, die ist so über 2000, kann man sagen, diese Zahl ist sicher kleiner, deutlich kleiner als die kritische Reynolds-Zahl bei einer Röhre, dass wir wirklich sagen können, die Sache ist laminar.